Wunderschönen guten Tag, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zur Vorstellung des dritten PlayStation-Titels im PlayStation Plus-Angebot im März 2021. Diesmal der PS5-Titel. Das Ganze nennt sich Marquette. Und in dem Fall ist es wieder so wie mit den vergangenen beiden PS5-Titeln, oder ich glaube, es waren sogar schon drei, aber ist egal. Das habe ich selbst nicht aufgenommen, weil ich selbst nach wie vor keine PS5 besitze. Ich werde meine erst wahrscheinlich Mitte des Jahres holen. Das hier hat mein Kollege der Kai für uns aufgenommen. Und ich mache es ähnlich wie bei den letzten Videos, dass ich mir das Video jetzt auch zum ersten Mal angucke und einfach live das Geschehen so ein bisschen kommentiere und so ein bisschen wiedergebe, was mein Ersteindruck ist. Das Einzige, was ich ganz kurz gemacht habe, ist mal so ganz grob erfragen, worum es im Spiel geht. Das haue ich mal direkt vorneweg raus. Also Marquette ist, so wie ich das verstanden habe, auch aus erster Erklärung heraus, ein Rätselspiel, das eine etwas komplizierte Liebesgeschichte erzählt und das Ganze in Form eines Bilderbuchs oder Skizzenbuchs, so wie ich das mitgekriegt habe, von einem der Protagonisten. Und die Skizzen erzählen in seinem Buch halt so ein bisschen seine Liebesgeschichte mit seiner großen Liebe. Und das spielen wir hier quasi nochmal so ein kleines bisschen durch. Hey, sorry. Do you mind if I sit here while I wait for my coffee? Oh, yeah, knock yourself out. Oh, oh my gosh, I'm so sorry. No, don't worry, it only spilled a little. I'm such a klutz. Ugh. Is your sketchbook okay? Yeah, unscathed. It's just doodles anyway. Can I see it? Oh, Oh, this is a cool castle. Thanks. I just started drawing again. I used to sketch constantly and then, I don't know, I just stopped. So did I. I mean, there was a time in elementary school when I was the girl who was good at drawing. The girl who was good at drawing? I remember that girl. Everyone was always like, oh, please, will you help me with my poster? How do I draw hands? Exactly. I was like, I don't know how to draw hands. I'm 5 years old. Well, let's see how far you've come since your toddler years. Okay. You're drawing it upside down. Hey, there is no right or wrong way to draw in a sketchbook. Okay, that's fair. Oh, wow, that's my order. That was fast. I'm Kenzie, by the way. I'm Michael. It's nice to meet you. I just gotta run. Bye, Kenzie. Ich vermute jetzt mal einfach, dass das gerade eben dieser Dialog war, so ein bisschen das Kennenlernen der beiden Charaktere, um die es hier geht, also um das Liebespaar. Würde ich jetzt mal einfach so pauschal als Vermutung in den Raum schmeißen. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr das Spiel schon kennt und es vielleicht schon ein bisschen länger gespielt habt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben, worum es in etwa geht. Bitte nichts zu großartig spoilern, nur dass man ganz grob umrissen hat, worum es in dem Spiel geht, wenn ich denn hier falsch liegen sollte. Oder ihr stimmt halt einfach zu oder was auch immer. Dass einfach die hier tatsächlich nicht wissen, worum es geht, da vielleicht so ein kleines bisschen was mitbekommen. Aber wie gesagt, ich gucke mir das gerade jetzt auch zum ersten Mal an und finde das echt hübsch. Muss ich sagen, so dass der Artstyle gefällt mir richtig gut. Das hat so ein bisschen was, als wenn man so in so einer Modellstadt rumläuft. Und das passt tatsächlich so ein bisschen zu diesem Skizzenbuch. Man kennt doch diese Bücher, die man so aufklappt, wo dann eben so ein Schloss aufklappt, so Kinderbücher meistens. Daran erinnert mich das irgendwie. Also an solche Aufklappbücher. Ne, dass du so aufklappst und dann kommt da so ein Märchenbuch raus. Daran erinnert mich das irgendwie ganz stark gerade, muss ich sagen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist mal irgendwie was du jetzt nicht so alle Tage lang hast. Vor allem so in Verbindung mit so einem Rätselspiel. Stelle ich mir das jetzt so nach den paar Minuten, die ich hier gesehen habe, ganz interessant vor. Aber ansonsten kann ich jetzt hier auch noch nicht wahnsinnig viel sagen. Wir gucken uns hier gerade mal so eins von diesen Rätseln an, die der Kai hier erspielt hat. Ich lasse mich da jetzt einfach auch mal überraschen, was da jetzt passiert. Irgendwie einen Würfel hinter der Mauer gelegt. Und, okay, ich vermute mal, dass wir jetzt innerhalb des Modells sind. Ich habe ganz kurz mal hier auf den Bildschirm geguckt, aber ich würde mal fast vermuten, dass wir jetzt in dem Modell drin sind, wo er gerade den Würfel reingelegt hat. Ah ja, also ist das quasi auch mit Perspektivwechseln.
dass man einen Moment quasi das Buch, das Skizzenbuch oder Zeichenbuch von außen anguckt und dann wieder in die Innenperspektive geht und quasi innerhalb des Gezeichneten sich befindet. Hier sieht man es jetzt. Genau, und jetzt guckt man wieder von oben rauf auf den Bereich, in dem man da jetzt gerade eben war und baut das nächste Teil, um das Rätsel zu lösen. Und danach kann man dann irgendwie wieder runtergehen und weiter rätseln oder sich den nächsten Gegenstand holen oder wie auch immer. So schätze ich mal, ist das Prinzip jetzt. Wie gesagt, das sind alles auch nur ein bisschen Vermutungen, weil ich selbst das Spiel halt, wie gesagt, nicht gespielt habe und mich bewusst nicht im Vorfeld großartig mit dem Spiel beschäftigt habe, weil es ja, die es regelmäßig gucken, wissen, dass hier darum geht, auch den Ersteindruck so ein kleines bisschen zu vermitteln, sowohl für mich als auch euch denselben Ersteindruck zu ermöglichen, ohne dass ich zu viel vom Spiel weiß. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also ich gucke wahrscheinlich auch das allererste Mal auf dieses Spiel. Oh, und jetzt baut sich da ein Schlossgarten auf. Oder so ähnlich. Oh, das hat was. Das sieht schick aus. Jo. Also wie gesagt, der Artstyle ist sehr interessant. Über das Gameplay kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Kann ich überhaupt keine Aussage zu treffen. Von daher lasse ich es an der Stelle auch gleich bleiben. Aber ich schätze mal, das ist jetzt nicht unbedingt Hexenwerk. Also das wird wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft sein, weil das sich wahrscheinlich anlehnen wird so an typische Rätselspielchen. Oder Geschicklichkeits- und Rätselspielchen. Also da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt keine Sorgen. Also, so wie es aussieht, geht es jetzt wieder zurück in eine Innenansicht. Ja, das ging jetzt ein bisschen schnell mit dem Text. Den konnte ich jetzt nicht ganz lesen. Und das war jetzt auch noch ein bisschen schnell. Aber ist egal. Wir sehen zumindest ein bisschen, was passiert. Das ist ein Rätsel, gucken wir uns nochmal an. Und ich glaube, dann muss das auch reichen. Weil, wie gesagt, geht um den ersten Eindruck. So die ersten 10, 15 Minuten. Und wenn das Spiel vom Prinzip sich jetzt nicht mehr grundlegend ändert, glaube ich, dürften die meisten verstanden haben oder zumindest eine Idee davon haben, worum es geht. Also ich habe zumindest eine, worum es grob geht. Ob ich euch die vernünftig rübergebracht habe und erklärt habe, ist jetzt mal eine andere Frage. Aber ich denke mal, wer das Gameplay so ein bisschen verfolgt hat jetzt, der weiß auch, wie das funktioniert. Ne? Also du hast hier zwei Perspektiven. Das ist die Blickperspektive von außen und jetzt sind wir quasi wieder innen. Ne? Da seht ihr es, da ist wieder das Teil, was er da gerade hingelegt hat. Ah ja, so, und so muss man sich dann die Teile auch auf die richtige Größe bringen, so wie es aussieht, damit man die dann weiter nutzen kann, in dem Fall hier als eine Eintrittskarte oder sowas, würde ich das mal vermuten, oder so ein Abreisticket, würde ich mal vermuten, war das gerade. Also das finde ich so von der Idee echt geil. Oh, I smell it. Now this takes me back. Welcome to the fair. Not how I pictured it. What did you imagine? You saw my drawing, you know, circus tents and stuff. Well, a county fair is nothing like circus. I know, but I don't know. I just kind of assumed. Hold on, your parents never took you to the fair? No, we went to Disneyland. Oh, you are gonna have to set your bar 1,000 times lower. Think like a farm, but with a lot more deep fried stuff and tube tops. And $20 beers. Will they at least have a Ferris wheel? Okay, yeah, that is the one thing you sketched that we probably will see here. But it won't look like the janky one you drew. Really? No, it will be even jankier. I mean, these rides, they're death traps, and that's all part of the thrill. Tube tops, $20 beers, and death traps? That's setting the bar plenty high for me. Und ich vermute mal, dass diese Szene gerade so eine Art erstes Date von den beiden Charakteren war, wo sie sich irgendwie, oder auf dem Weg zum ersten Date, wo sie sich irgendwie über einen Jahrmarkt unterhalten haben, den er in seinem Buch gemalt hat. Würde ich jetzt mal grob vermuten, nach dem, was ich da jetzt lesen konnte. Wobei ich da auch gerne mal was missinterpretiere. Aber das ist ja nicht das Problem. Auf jeden Fall, ich denke mal, das dürfte hier erstmal reichen, um euch so einen ersten Eindruck von dem Spiel zu vermitteln. Wie gesagt, wenn ihr die Story kennt oder wisst, worum es geht, einfach ein, zwei Zeilen in die Kommentare, falls ich dann komplett falsch liegen sollte.
Und für die, die es auch nicht kennen, vielleicht so ein paar kleine Hinweise, dass sie sich besser entscheiden können, ob sie sich das Spiel mal angucken oder ob sie es gleich bleiben lassen. Ansonsten, ich muss sagen, mir gefällt es. So von dem, was ich jetzt hier in dem Video gesehen habe. Von daher werde ich es mir, sobald ich denn meine PS5 habe, garantiert auch mal angucken. Und damit mache ich jetzt hier an dieser Stelle Feierabend. Eine kurze Anmerkung sei mir noch gegönnt. Ganz zum Schluss die verbleibenden Spiele. Das ist einmal das PSVR-Spiel und das PS5-Spiel aus dem letzten Monat. Das werde ich natürlich hier nicht nochmal als neues Video hochladen, sondern ich verlinke euch das Video aus dem Februar, damit ihr da jetzt auch nochmal gucken könnt, falls ihr das Spiel noch nicht habt. Denn das Spiel ist auch in diesem Monat noch verfügbar. Das hat man übertragen und dann haben wir noch ein PSVR-Spiel. Das verlinke ich euch als Trailer, weil ich meine PSVR hier irgendwie verkramt habe und keine Ahnung habe, wo die jetzt ist. Liegt wahrscheinlich irgendwo im Schrank oder auf dem Speicher oder unterm Bett oder wo auch immer. Self-fulfilling prophecy. These things don't give bad fortunes. Not necessarily. When I was a kid, one of those things told me my pet turtle Pinky would die, and she did. Well, unfortunately, that is part of the turtle life cycle. They do die. It was a Galapagos turtle. No, it wasn't. No, but she did die a few days later. Okay, we don't have to do it. No. Just because I don't want to do it doesn't mean you shouldn't. Go for it. Okay. What does it say? Nothing. Michael? I guess they do give bad fortune sometimes. Oh. Yeah, you were right. Ich hoffe mal, ich habe in den Dialog jetzt nicht zu sehr reingequatscht, aber ist auch egal. Ich mache jetzt einfach Schluss. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns spätestens hoffentlich im nächsten Monat wieder. Bis dann. Ich verabscheue mich. Du hast die Macht!